Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, schön, dass Sie da sind und dass wir diesen Gottesdienst heute wieder miteinander feiern. Ob nun jetzt hier in der Kirche oder andere auch weiterhin zu Hause online oder per CD. Ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens ist, zu leben. Aha, so ist das also. Leben, um zu leben. Aber Moment einmal, so einfach das klingt, so schwer wird's, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, über das Leben. Und was man da vielleicht so alles machen sollte oder eben gerade auch nicht machen sollte. Gott jedenfalls hat für uns und im Endeffekt für die ganze restliche Menschheit um uns herum ein Rezept. Ein Rezept fürs gute Leben. Und das Rezept gibt's heute für gesetzliche wie für Privatversicherte. Da macht Gott jedenfalls keinen Unterschied. Nur die Ohren, die sollten wir dafür schon aufsperren. Deshalb singen wir unser erstes Lied nicht nur, weil es eine schöne Melodie hat, sondern weil es da schlicht und ergreifend auch ums Ohrenöffnen geht. Er weckt mich alle Morgen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, manchmal habe ich Angst. Ich verpasse die entscheidende Chance. Ich sehe nicht, was meinem Leben Sinn geben würde. Zeig mir, worauf es in deinen Augen ankommt. Öffne mir meine Ohren und berühre mein Herz. In Jesu Christi Namen. Amen. Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht bei Lukas im 14. Kapitel. Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
Amen. Lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis, den habe ich aus dem Alten Testament gewählt, genauer aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 55, Verse 1 bis 5. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zahlt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Liebe Gemeinde, eigentlich leben wir als Menschen in einer ziemlich seltsamen Situation. Und meist bemerken wir gar nicht, wie seltsam, vielleicht sogar tragisch diese Situation ist. Denn wir leben, um zu arbeiten, und wir arbeiten, um zu leben. Ein Kreislauf, der immer wieder von vorne beginnt, und der sich fortsetzt von Generation zu Generation. Unsere Eltern ernähren und versorgen uns, bis wir auf eigenen Füßen stehen. Wenn wir dann selbst einen Beruf erlernt, eine Ausbildung abgeschlossen haben, dann steigen wir auch ein in diesen Kreislauf. Wir versuchen, gutes Geld zu verdienen, um uns eine Existenz aufzubauen, um uns abzusichern für die Zukunft. Sind uns Kinder geschenkt, helfen wir ihnen, ihren Weg ins Leben zu finden, legen für sie vielleicht auch so manche Summe zurück, bis auch sie schließlich selbst zurechtkommen. Und so gehen die Jahre dahin. Wir leben, um zu arbeiten, und wir arbeiten, um zu leben. Manchmal kommen wir erst dann ins Grübeln, vielleicht sogar ins Stocken, wenn der Kreislauf geplant oder ungeplant unterbrochen wird. Wenn Krankheiten uns außer Gefecht setzen oder der Arbeitsplatz flöten geht. Oder wenn wir die Phase des Arbeitens und Geldverdienens beenden oder beenden müssen. Dann fangen wir vielleicht an, schon auch mal nachzufragen, wozu und wofür eigentlich das alles? Ist das das Leben und was es uns bieten kann gewesen? Ist das alles? Gott schlägt hier in dieselbe Kerbe. Und lässt uns durch den Propheten Jesaja ganz direkt fragen, warum zahlt ihr eigentlich Geld für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Es geht Gott also um unseren menschlichen Hunger nach Leben,
nach wirklicher Erfüllung, nach Glück. Er lässt uns durch Jesaja quasi einen Spiegel vorhalten. Sagt mal, werdet ihr so, wie ihr zurzeit euer Leben führt, wirklich satt? Findet ihr wirklich das, was ihr sucht? Findet ihr wahre Erfüllung? Warum zahlt ihr dann Geld für das, was kein Brot ist? Und was könnte denn dann vor allem mit diesem Brot gemeint sein? Da wäre zunächst einmal wohl alles Materielle im Leben. Ein guter Verdienst, gesicherte Zukunft, abgemilderte Risiken, wenn was passieren sollte. Darüber hinaus natürlich auch das ein oder andere, was das Leben einfach schön macht. Eigene vier Wände, einen schicken fahrbaren Untersatz, auch Auto genannt. Hobbys, die uns Freude machen, ausgedehnte Urlaubsreisen, wenn Corona-mäßig möglich und so weiter. Und dann ist die Liste noch immer nicht komplett. Wir Menschen sind nun mal als Beziehungswesen geschaffen. Wir suchen Lebenserfüllung im Gegenüber zu anderen Menschen, in Freundschaft, in Ehe, Familie, im Dasein für andere und in der Gemeinschaft mit anderen. Und dann gibt's am Ende natürlich auch noch Leute, die ihr Leben, ihre Zeit, ihr Geld für bestimmte Sachen oder für eine Idee, für eine Vision einsetzen, von der sie andere überzeugen wollen, um was zu bewegen, um was zu verändern. Von Fridays for Future bis hin zu Flüchtlingsinitiativen oder Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus zum Beispiel. Aber nun mal ehrlich, ist all das, was ich Ihnen jetzt aufgezählt habe, nun wirklich schlechtes Brot, falsche Nahrung, verkehrter Lebensinhalt, von dem wir nicht wirklich satt werden? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Denn sonst hätte Gott uns nicht als Menschen für diese Welt geschaffen. Ja, wir dürfen, wir sollen arbeiten, wenn möglich, um uns ernähren zu können, um materielle Güter zu erwerben, um zu besitzen, auch um zu genießen. Denn wer den Menschen Besitz und Eigentum verwehrt, sägt langfristig am eigenen Stuhl. Und ja, natürlich sollen wir auch in Beziehungen zu anderen leben dürfen und für andere da sein. Zu diesem Ziel hat Gott von Anfang an den Menschen schließlich ja als Gemeinschaftswesen erschaffen. Ein Wesen, das schnell verkümmert, wenn es sein Dasein alleine und ohne die anderen fristen muss. Und da nutzt auf Dauer auch die virtuelle Welt im World Wide Web nur sehr wenig. Und ja, wir sollen Ideen und Ziele und Visionen leidenschaftlich hegen und pflegen und andere davon zu überzeugen versuchen. Dazu hat Gott uns ja schließlich mit Geist und hoffentlich auch meist mit Verstand und Hirnschmalz ausgestattet. Und trotzdem lässt uns Gott am Ende sagen, davon werdet ihr nicht im tiefsten Sinne satt, weil nichts davon wirklich ewig hält. Nun ja, na gut, aber was hast du denn dann anzubieten? So könnten wir Gott zurückfragen. Als Antwort lässt er uns dann wiederum durch den Propheten Jesaja Folgendes ausrichten. Hört doch auf mich. So werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Hört, hört. Gott möchte vor allem anderen, dass wir Hörende sind, dass wir unsere Ohren eben aufsperren, und zwar ganz weit. Er möchte, dass es Momenten und Zeiten in unserem Leben gibt, in denen wir unsere gesamte Kraft und Energie und Leidenschaft darauf konzentrieren, auf ihn zu hören, um wahren Frieden zu finden. Und warum das alles? Weil genau das, diese Gegenwart Gottes, dasjenige ist, was uns in der Tiefe des Herzens und der Seele ernähren kann, Lebenshunger stillt, nachhaltig zu Frieden macht. Und was ist das Größte und Beste daran? Dass es umsonst ist. Die Gottesgegenwart ist
unvergleichlich und kostbar und unbezahlbar und damit kostenlos. Gott verlangt keine Gegenleistung und das ist schlichtweg ja auch genau das Geniale daran. Denn so heißt es ja bei Jesaja klipp und klar: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Kostenlos, aber nicht umsonst. Das Einzige, liebe Gemeinde, was Gott von uns natürlich erwartet, das ist unser Kommen, unser Nehmen, unser Essen und Trinken, dass wir uns aufmachen. Oder vielleicht auch etwas sehr derbe, ich gebe es ja zu, aber dafür unmissverständlich, dass wir unseren Hintern hochbekommen und unsere Ohren nicht auf Durchzug, sondern auf Empfang schalten. Denn Gott hört ein Leben lang nicht auf, uns zu rufen, uns zu locken, uns überzeugen zu wollen von dem einzigartigen und ewigen Wert dessen, was er für uns bereithält. Nämlich sich selbst. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Unser nächstes Lied, Gott dir sei Dank für meines Lebens Zeit. Aus unserer Kirchengemeinde möchten wir Folgendes bekannt geben. Die Einlagen am Ausgang werden zwischen dem Kollektenzweck und der eigenen Gemeinde geteilt. Der heutige Kollektenzweck ist für die Arbeit des Lutherischen Weltbundes in Mauretanien in Nordafrika bestimmt. Das Land leidet seit mehreren Jahren unter einer anhaltenden Trockenheit und beherbergt gleichzeitig Kriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland Mali. Der Lutherische Weltbund leitet ein Flüchtlingslager mit 50.000 Menschen mitten in der Wüste. Geflüchtete und Einheimische profitieren gleichsam, zum Beispiel von Mikrobewässerungsprogrammen, durch die Gemüseanbau in der Wüste möglich wird. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Gott segne die Geber und die Menschen, die die Gaben empfangen. Nächsten Sonntag ist um 9 und um 10 Uhr Gottesdienst mit Lektor Sven Ruppert. Gott segne unsere Gemeinde und alle Menschen darin nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
So lasst uns nun Fürbitte halten und wo es möglich ist, gern dazu aufstehen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott, lass diesen Ruf deines Sohnes in jeden kleinsten Winkel unserer Wirklichkeit dringen und in die weiteste Ferne reichen. Lass ihn dorthin dringen, wo kaum mehr gesprochen wird, in die Zimmer der Palliativstationen, in die intensivmedizinischen Behandlungsräume, in so manche Pflegeheime, wo teilweise noch immer Besuche sehr stark eingeschränkt sind und auch Seelsorger und Seelsorgerinnen fernbleiben sollten. Komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lass diesen Ruf in die feinen Ritzen und Risse dringen, wo Selbstüberhöhung, Rassismus und verhärtete Ideologien herrschen und doch brüchig werden können, dahin, wo Menschen abgeschottet und verhärtet sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lass diesen Ruf dahin dringen, wo wir als deine Töchter und Söhne reden müssten und doch ängstlich schweigen, wo wir dich bekennen müssten und uns doch zurückziehen, wo wir die Furcht vor der Welt über die Furcht vor dir stellen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, Herr, wir wollen kommen, komm du zu uns und nimm uns mit. In der Stille dürfen wir dir nun nennen, was uns bewegt. Und so wollen wir nun alle bitten und allen Dank einschließen in das Gebet, das dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser letztes Lied wollen wir gerne, womöglich im Stehen und alle gemeinsam singen. So geht nun in diesen Sonntag in die vor euch liegende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Thank you.
Herzlichen Dank wieder an dieser Stelle an alle, die hier dazu beigetragen haben zu diesem Gottesdienst. Kirchenmusik hier oben, Lektorin hier unten, Mesner hier hinten, Serviceteam draußen. Ganz herzlichen Dank euch alle für eure Zeit und für euren Dienst. Und so wünsche ich Ihnen und euch allen einen gesegneten Sonntag und eine behütete neue Woche.